Hallo, herzlich willkommen zu der Juli-Ausgabe des Newsflash. Am 2. Juli nahmen wieder mehrere tausende Studenten und Sportbegeisterte am Dias Academicus teil. Es gab zahlreiche Aktionen rund um den Sport und es wurde wie immer viel gefeiert. Wir von Univision waren auch vor Ort und haben geholfen, den zweiten Teil des Göttinger Lip-Dub-Videos aufzunehmen. Einen Flashmob mit einem holifarben Finale. Das fertige Video könnt ihr euch voraussichtlich im August anschauen. Am 4. Juli fand die jährliche Göttinger Nacht der Kultur statt. Bereits zum 13. Mal verwandelt sich die Straßen Göttingens in eine Kulturstätte. Zahlreiche Bands konnten sich auf kleinen und großen Bühnen in der Innenstadt präsentieren. Unter anderem das Göttinger Symphonieorchester und die junge Gruppe Flut. Die Museen, Theater und andere Kultureinrichtungen hatten ihre Pforten für die vielen Besucher bis spät in die Nacht geöffnet. Am 16. Juli um 20.15 Uhr feiert das Stück Gespenster seine Premiere im Theater im OP. Es handelt sich um eine Inszenierung des Dramas von Henrik Ibsen. Die Figuren im Stück werden nach Jahren von den Gespenstern ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich ihnen stellen. Im Verlauf einer langen Nacht kommen die gut behüteten Geheimnisse und die verdrängte Schuld einer ganzen Familie wieder ans Licht. Ihr seid herzlich willkommen und der Eintritt ist mit dem Kulturticket wie immer frei. Das war die letzte Newsflash-Ausgabe in diesem Semester. Wir wünschen euch viel Erfolg bei den Klausuren und erholsame Ferien. Wir sehen uns im Herbst wieder. Okay. Okay. Dann nochmal.